Hallo und schön, dass du da bist. Mein Name ist Andrea. Ich bin Yogalehrerin, Energetikerin, Mama von zwei Kindern und vor allem Ölliebhaberin. Und ich freue mich, dass du in meine Community gefunden hast und in die Community der Ölis, wie ich sie gerne liebevoll nenne, und ein Business aufbauen möchtest, deinen Weg in die Freiheit finden möchtest. Und dieses Video ist für all jene, die gerade strugglen, die im Aufbau sind und die zweifeln. Und ich möchte mit dir teilen, ja, wie ich den Weg gegangen bin und mit dir ein bisschen meditieren. Ja? Mach es dir hierfür erstmal gemütlich, finde eine lange Wirbelsäule, atme mal tief ein und atme mal alle Gedanken aus. Komm mal ganz bei dir an und schließ deine Augen. Spür mal deine Sohlen auf der Erde und die Länge deiner Wirbelsäule. Und nimm dich zunächst einmal ganz präsent, ganz hier wahr. Wie bist du da? Wie fließt dein Atem? Ist er flach oder hast du Raum? Und gib dir mal Raum. Gib dir mal Raum, indem du tief in den Brustraum hineinatmest. Wenn du magst, trägst du dir noch ein bisschen RC auf. Und lässt zunächst einmal alle Spannung los. Denn das ist, glaube ich, die erste Botschaft. Alles ist schon in dir. Alles ist schon da und alles kommt zu dir zur rechten Zeit. Und du darfst darauf vertrauen. Und was dir begegnet auf diesem Weg im Network Marketing, ist, wenn du mich fragst, pure Persönlichkeitsentwicklung. Du begegnest deinen eigenen Barrieren, du begegnest deinen eigenen Glaubenssätzen und du begegnest deinen eigenen Limitierungen und Grenzen. Und es spiegelt dir die Außenwelt ganz extrem. Ja, es gibt nur dich. Alles im Außen ist ein Spiegeln deiner inneren Welt und lädt dich ein, hinzuschauen. Ja, wenn du zweifelst im Innen, wirst du Zweifel ernten von deinen Interessentinnen und Interessenten. Wenn du im Mangel denkst und bist, wirst du Mangel ernten? Dann werden die sagen, es ist zu teuer. Was auch immer ihnen dann in den Sinn kommt, ja, an Widerständen. Aber alles, was in dir ist an Widerstand, wird dir einfach auf deinem Weg begegnen. Und atme mal tief aus. Es ist völlig normal. Wir waren da alle. Ich war da auch. Du willst gar nicht wissen, ja, wie lange ich im Widerstand war. Ich hatte, glaube ich, 6 Jahre lang das Dataset im Keller unausgepackt, beziehungsweise falsch genutzt und hatte extremste Vorurteile gegenüber dem Network Marketing, weil ich dachte, Network Marketing ist doch, ja, die ziehen dich nur über den Tisch und es ist ein Schneeballsystem und die Menschen wollen reich werden. Es geht nur um den eigenen Geldbeutel. Und ich musste mich durch meine ganzen Glaubenssätze arbeiten, indem ich mich einfach darauf eingelassen habe, indem ich die Menschen aus der Community kennengelernt habe, indem ich mich vor allem wirklich mit dem Unternehmen verbunden habe, indem ich die Farmen besucht habe, die Messen besucht habe und festgestellt habe, stimmt gar nicht. Das ist alles nur in meinem Kopf. Und eigentlich ist die Welt total andersherum. Ich habe noch nie so viel Gemeinschaft erlebt wie hier. Eine macht was und alle dürfen es nutzen. Ja, ich weiß nicht, ob du schon mit Canva arbeitest und damit Erfahrung gesammelt hast, aber manchmal dauert es Stunden oder Wochen, ja, irgendein cooles Konzept, sich aus den Ritten zu schneiden, die Folien dafür zu bauen. Und das gibt es dort alles. Irgendeiner hat es irgendwann mal gemacht und die stellt es einfach für dich zur Verfügung. Und teilt mit dir.
Ja, das ist Network Marketing von Young Living. So habe ich das erlebt und so habe ich das erfahren. Und nichtsdestotrotz, ja, gilt es eben, seinen eigenen Weg zu gehen und seine eigenen Erfahrungen zu sammeln. Ja. Und immer wenn dir ein Widerstand begegnet, schließ doch die Augen und spür mal rein, was in mir glaubt das einfach noch. Ja. Und versuch da einfach mal tief zu gehen. Und zu überlegen, wie kann ich das zu meinem Vorteil nutzen? Mach ein Beispiel, ich habe mich tierisch über das Porto aufgeregt. Wie kann denn ein Päckchen 10,12 € kosten? Das kann ja wohl überhaupt nicht sein. Während Amazon kostenfrei verschickt. Ja, es ist ja unfassbar eigentlich, ja. Und ob jetzt ein Ölfläschchen oder ein großes Päckchen, kostet ja alles irgendwie gleich viel. Wie kann das denn eigentlich sein? Bis ich gemerkt und verstanden habe, Young Living ist absolut transparent. Keine versteckten Kosten. Auch Amazon kann ich kostenfrei verschicken. Wie denn? Ich meine, DHL kostet nun mal, ja, oder DPD und wie sie alle heißen. Die Kosten sind also einfach irgendwo mit integriert, ja. Bei Young Living nicht. Ich meine, wenn du dir eine Farm mal anschaust, dann wirst du begreifen, das Öl kommt von überall aus der Welt, weil es wird ja dort angebaut, wo die Pflanze am besten wächst. Dann zu den unterschiedlichen Lagern, jetzt in unserem Fall nach Kroatien, dort wird es dann abgefüllt, ja, und wird dann im Prinzip verschickt in die Transportzentren Holland und so weiter und von dort dann weiter verschickt. Ist doch klar, dass das Porto kostet, geht ja gar nicht anders, ja. Und 10,12 € sind halt eine Mischkalkulation. Wie kann ich die zu meinem Vorteil machen? Ich kann zum Beispiel Menschen Sammelbestellungen machen lassen. Ja? Wenn ich jetzt irgendwie einen Account habe von jemandem, dann frage ich, okay, möchte ich jemand bei der so und so mitbestellen, dann teilt man sich einfach das Porto. Ja? Also du kannst im Prinzip die Dinge auch zu deinem Vorteil nutzen. Und auf einmal, ja, wird das Porto sogar zu einem Aufhänger. Ja? Und du kannst das Porto nutzen und sagen, ich die so und so bestellt wieder oder ich und ich bestell wieder. Er möchte jemand, braucht jemand was? Wir teilen uns das Porto. Ganz genau. Okay, mal nur so zwei Beispiele. Ja, aber wenn du in der Fülle bist, ja, wenn du im Frieden bist, wenn du in der Dankbarkeit bist, wenn du in der Freude bist, dann kommt alles zu dir. Da hat Young Living ein großartiges Öl, Abundance nennt es sich. Ich habe es mir als Roll-on. Ich habe es immer dabei. Ich trage mir das jeden Tag auf und lade die Fülle in mein Feld. Ja? Denn die Welt spiegelt nur dein Inneres. Okay, das so als Prolog war. Und jetzt lass uns doch einfach mal in die Meditation gehen und dich in dieser Fülle stärken und dich einladen, die Widerstände und die Barrieren abzubauen. Okay. Schließ die Augen. Atme mal tief durch. Lass den Atem kommen und gehen. Fühl die Sohlen auf der Erde. Entspann die Schultern, schenk dir Länge. Atme. Atme ein und lass den Atem über die Wurzeln aus der Erde aufsteigen, die Wirbelsäule entlang nach oben. Dass du dich ausrichtest und aufrichtest, sodass du deinen Raum einnimmst. Denn wenn du deinen Raum einnimmst, dir deiner gewahr bist, können Wunder geschehen. Du bist so viel größer, als es dir bewusst ist. Über die Sohlen ein. Bis zum Himmel.
über den offenen Mund aus. Gedanken leeren, dich leeren. Atme noch 3, 4 Mal mehr. Komm ganz bei dir an. Spann dein Becken, den Bauchraum. Durchlichte dich mit deinem Atem. Atme aus dem Kosmos von oben ein und bis in die Wurzeln aus. Spür mal, wie du dich in diesem Licht ausdehnst und die Spannung abfließen lassen darfst. Dein Becken wird weich. Die Schultern lassen los. Der Bauch bekommt Raum. Alles wird Licht durchflutet. Füll den Herzraum mal mit diesem Atem. Dehn dich zu allen Seiten aus. Mach richtig Platz in dir. Werd noch weicher, noch durchlässiger. Noch angebundener. Stell dir vor, du kannst über deine Krone aufsteigen. In das große magische Feld in den Kosmos. In dem alles ist, in dem alles geschieht. Pure Fülle. Während sich deine Wurzeln mit der Erde verbinden. Mit Mutter Erde und dem Kreislauf des Lebens. Die Fülle wahrnehmend von Mutter Erde, die immer wieder Leben schenkt. Angebunden mit der Fülle. Im Oben und im Unten. Lass beides mal in dein Herz strömen. Du bist mit so vielen Gaben ausgestattet. Leg den Panzer deines Herzens für einen Moment zur Seite. Wofür bist du früher gelobt worden? Was geht dir leicht von der Hand? Hol dir diese Erinnerungen zurück ins Herz. Da ist so viel Potenzial in dir.
Warst du schon immer kreativ? Hast gut und gern gezeichnet? Konzepte ausgeklügelt? Warst du der Denker, der alles strukturiert hat? Der Macher, der die Ärmel hochgekrempelt hat? Wo ist deine Fülle, deine Qualitäten? Warum gehst du diesen Weg hier? Was treibt dich an? Was willst du erreichen? Wofür brennst du? Dass diese Bilder, diese Gefühle, diese Worte, diese Impulse dein Herz fluten. Es ist alles schon in dir. Immer da gewesen. Atme alles andere aus. Schau hin. Mach dich noch größer. Du kannst gar nicht zu viel sein. Mach dich weit. Was willst du erreichen? Wer möchtest du sein? Und wie können diese Öle dich dabei unterstützen? Wer bist du? Wie lebst du? Was fühlst du? Schlüpfe in dieses Gewand. In das Kleid der Version, die du sein möchtest, die du schon bist, aber vielleicht gerade nicht lebst. Du kannst nur aus dem schöpfen, was bereits existiert. Hol es dir ins Hier und Jetzt. Wie möchtest du deinen Weg beschreiten? Schau auf deine Talente und deine Gaben. Was könnte dein Weg sein? Pick dir doch eine konkrete Sache. Vielleicht deine Kreativität heraus. Und dann sieh dich, wie du mit dieser Gabe dein Business erfolgreich werden lässt. Jetzt und hier. Vielleicht auf deinen kreativen Post Hunderter von Likes und zig Kommentare stattgefunden haben. Hol dir dein Bild ins Herz. Vielleicht bist du an einem Messestand, weil das ist das, was du gut kannst. Vielleicht bist du bei Firmen, stellst dich vor. Seh dich jetzt und hier, an einem Ort, der dir schon bekannt ist.
an einem Tisch, an dem du vielleicht schon gesessen bist, mit Menschen redend, die du bereits kennst. Dann teile diesen Erfolg mit den Menschen. Was auch immer du dir vorgenommen hast. Zum Beispiel 5 neue Einschreibungen. 100 Likes. Ein Executive, was auch immer. Was ist dein Ziel? Werde konkret. Hol das Ziel ins Jetzt. Und dann teile diese Botschaft an dem Ort, wo du bist, den du schon jetzt schon kennst, den du jetzt schon besuchst, mit den Menschen, die dich jetzt schon begleiten. Berichte davon. Ich bin Executive. Ich habe die Reise gewonnen. Ich habe 100 Likes. Guck mal hier, schau mal, wie das ausschaut. Mach dein Herz weit, fühl mal. Fühl mal, wie es ist. Die zu sein, die du schon lange bist. Während du dieses Gefühl integrierst, stell dir vor, wie alles abfließen kann, was dieser Vision im Wege steht. Alle Abers, alle Widerstände, alle Glaubenssätze. Atme sie einfach über die Sohlen aus. Ganz im Vertrauen, dass das Leben für dich ist. Du bist Fülle, denn du bist schon alles. Du bist doch aus dem göttlichen Funken entstanden. Gott ist alles. Wie kannst du weniger sein? Mach dich noch größer. Atme alles aus. Zoom dein Bild ran. Fühle diesen Zustand, den du dir vorgenommen hast. Du kannst wiederholen. Diese Sequenz für die nächsten 30 Tage jeden Tag. Hüpf einfach im Video an die Stelle oder mach es alleine. Binde dich an. Schwing dich hoch. Mach dich weit. Fühl die Fülle. Spür die Gaben. Hol die Situation ins Jetzt. Jetzt, bis du das schon spürst und teilst mit den Menschen und bitte darum, dass alles, was dem im Wege steht, gelöst, gelöscht und geheilt werden darf. Atme aus, beweg dich. Als die Schultern.
Nimm die Hände vor dein Herz. Schenk dir ein Dankeschön und auch all den Kräften, die genauso flüchtig und ätherisch sind wie deine Öle, die am Werk waren, um dich zu unterstützen. Mögest du mutig deinen Weg gehen und deine Hindernisse überwinden. Und so soll es sein. Ja. Teil das Video gerne für all jene, die auch strugglen. Möge es ihnen dienlich sein. Dein Andrea.